Nach dem Aufwachen waren Träume wie die leeren Kokons von Zikaden oder die aufgeplatzten Samenkapseln von Wolfsmilch. Tote Hüllen, in denen das Leben kurz, in heftigen, aber vergänglichen Sturmsystemen gewütet hatte. Manchmal war Jesse diese Amnesie, so es denn eine war, traurig vorgekommen. Jetzt nicht. Sie hatte das Vergessen in ihrem ganzen Leben noch nie so schnell und gründlich mit Barmherzigkeit gleichgesetzt. Stell dir mal den für dich schlimmsten und gruseligsten Ort der Welt vor. Wo wärst du? Stephen King würde auf diese Frage wahrscheinlich antworten: in meinem Kopf. Ja, Leute, ich habe dieses Buch endlich mal gelesen. Ich habe es tatsächlich schon seit knapp 2 Jahren vor, seit ich sie gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat, wo mir gesagt wurde, das wäre sehr ähnlich zu das Spiel eben. Also die Ausgangssituationen sind ein bisschen unterschiedlich, aber es ist in beiden Werken eben so, dass es sehr viel im Kopf dieser Hauptfigur spielt und sonst gar nicht so viel passiert. In dem Buch geht es um das Ehepaar Jared und Jesse Burlingame, die auf eine Hütte im Wald fahren, um dort ihr Sexleben aufzupeppen. Und als er sie dann mit Handschellen ans Bett gefesselt hat und ihr das zu viel wird und sagt, mach mich bitte los, hör auf, denkt er überhaupt nicht dran, macht sie nicht los, macht einfach weiter, woraufhin sie ihm einen Tritt versetzt, woraufhin er wiederum einen Herzinfarkt erleidet und auf der Stelle auf dem Boden stirbt. Ja, und sie hat er vorher nicht befreit. Sie hängt immer noch in den Handschellen und sie ist somit, kurz gesagt, auf gut Deutsch, am Arsch. Einfach nur am Arsch. Und bis dahin sind knapp 30 Seiten vergangen. Das Buch ist 460 Seiten lang. Und man fragt sich, okay, was soll denn jetzt noch 430 Seiten lang passieren? Oh mein Gott, Leute, es passiert so viel und es ist so spannend. Es spielt alles nur in ihrem Kopf. Sie ist das ganze Buch lang nur an dieses Bett gefesselt und es passiert gar nichts. Aber es passiert gleichzeitig auch so viel. Es ist so spannend. Das ist, wie schon hinten drauf von der New York Times gesagt wird, psychologischer Horror vom Feinsten. Und das ist, finde ich, der krasseste Horror teilweise, weil in der Realität, da kann nicht so viel passieren. Die Realität ist begrenzt, aber die Psyche, die ist nicht begrenzt. Du kannst dir in der Psyche alles vorstellen. Es gibt keine Grenzen, alles ist möglich und du kannst das nicht steuern im Grunde. Es passiert, was deine Psyche Lust hat, das passiert und dann kommt es zu einer Reise in die Vergangenheit, du baust irgendwelche Leute ein, die dann Engelchen und Teufelchen auf deinen Schultern spielen, die du mal kanntest. Stephen King spielt in diesem Buch einfach insgesamt sehr krass mit der Frage, was ist real und was ist nicht real. Und da ist mir dann auch sehr schnell ein Zitat von Dumbledore aus Harry Potter eingefallen, der gesagt hat: Natürlich passiert es in deinem Kopf. Aber warum um alles in der Welt sollte das bedeuten, dass es nicht wirklich ist? Es spielt keine Rolle, ob es in deinem Kopf ist oder nicht. Es macht die Situation nicht besser, wenn es nur in deinem Kopf ist. Es macht die Situation vielleicht sogar noch schlimmer. Und damit spielt Stephen King eben sehr, sehr, sehr stark. Was ich tatsächlich an diesem Buch auszusetzen habe, sind die unglaublich langen Beschreibungen von irgendwelchen Manövern. Also zwischendurch kriegt sie dann eben mal Durst und dann fällt ihr ein, dass auf dem Regal über ihr, glaube ich, ein Wasserglas steht und da will sie dann natürlich irgendwie rankommen und ich bin da nicht mitgekommen mit dieser unglaublich ausführlichen und detaillierten Beschreibung. Ich habe mir immer nur vorgestellt, okay, sie liegt da, die Hände sind so und dann macht sie so und dann ist da das Regal und dann, wo ist das Regal, wo ist das Glas? Hä? Nee, was macht sie? Wie? Nee, also sie macht so, nee, ich habe nur da gesessen und gedacht, Alter, kriegt sie jetzt das Scheißglas oder nicht? Aber von anderen weiß ich zum Beispiel, dass sie genau diese Situationen die spannendsten fanden. Also, was soll ich sagen? Ich fand da die psychischen Situationen, also im Grunde den ganzen Rest des Buches, fand ich sehr, sehr, sehr viel spannender. Muss ich jetzt einfach mal sagen, aber das Buch war wirklich, wirklich spannend. Nur das Ende war nicht so gut. Es war gut, aber es hat einen gewissen Punkt des Buches, den ich so cool fand, einfach kaputt gemacht. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern. Und das will ich natürlich nicht. Das mache ich nachher in einem spoilerhaltigen Teil. Ich fand das Buch wirklich, wirklich spannend. Es passiert nichts und es passiert gleichzeitig so viel. Es ist gruselig, es ist spannend. Zum Ende kann ich nur sagen, ja, es hat so einen kleinen Schönheitsfehler, aber es ist trotzdem ein gutes Ende auch. Da kann ich aber, wie gesagt, nicht mehr drauf eingehen. Und jetzt würde ich sagen, geht es mit dem spoilerhaltigen Teil in 3, 2, 1. los. Den Teil, den ich so absolut genial noch fand, war in diesem Buch der Mann, der in der Nacht aufgetaucht ist, wo man einfach nie wusste,
was hat es mit ihm auf sich? Ist er real? Ist er nicht real? Ist er nur in ihrem Kopf? Ich war mir eigentlich zu 90% sicher, dass er nur in ihrem Kopf ist, weil das hätte so gut zu diesem Buch gepasst, zu diesem psychischen Thema. Das hat sie so psychisch fertig gemacht. Erstens, dass der da war, dass er einfach gruselig war und zweitens, dass sie nicht wusste, ob er real ist oder nicht und auch, dass der Leser nicht wusste, ob er real ist oder nicht. Das hat das Ganze so spannend gemacht. Selbst wenn er real gewesen wäre, wäre er immer noch dieser düstere Mann im Dunkeln, der kein Wort sagt und einfach nur dasteht und dann ihr diesen Koffer zeigt mit diesen gruseligen Knochenteilen und so. Und deswegen fand ich das einfach so schade, dass der nachher so entmystifiziert wurde, dass einfach rauskam, der ist irgend so ein kranker, ekelhafter, widerwärtiger Psycho, der irgendwelchen Leichen Körperteile abschneidet und Sex mit ihnen hat oder so und dann scheinbar Spaß daran hat, sie in der Nacht zu erschrecken. Ich war ja erst ziemlich verwundert, als sie bei Seite 350 hat sie sich schon befreien können oder so und dann waren noch 100 Seiten übrig und ich dachte mir so, hä, was soll denn jetzt noch passieren? Und diese 100 Seiten waren einfach überflüssig, meiner Meinung nach. Klar, dieser Verfolgungswahn, den sie noch innerhalb des Hauses dann hatte, der war super, genial, wie sie zum Auto gegangen ist und noch gedacht hatte, er verfolgt sie und man wusste immer noch nicht, ist er real oder nicht. Und dann im Auto hat sie ihn nochmal gesehen. Boah, Grusel, mir läuft immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Aber ich hätte es ein cooleres Ende gefunden, wenn es so quasi geendet hätte. Die Spurensicherung hat keine Spuren gefunden. Man weiß nicht, hat sie sich die eingebildet oder hat der Typ sie entfernt? Man weiß es einfach nicht. Das hätte ich ein cooles Ende gefunden. Und so war das einfach doof. Was man auf jeden Fall sagen kann am Schluss, wo sie ihn dann nochmal in die Augen gesehen hat, das war ein gutes Ende auf jeden Fall. Sie hat es gebraucht, um sich zu versichern, das ist ein normaler Mensch, okay, also was heißt normal, der ist ein Psycho, aber es ist ein echter Mensch und kein Monster oder sowas und dann kommt noch dieser Typ und macht sich über sie lustig, aber weiterhin ohne ein Wort zu sagen, der hat glaube ich im ganzen Buch kein einziges Wort gesagt, das war natürlich auch wieder gruselig. Ich kann eine ganz witzige Anekdote noch erzählen, warum ich diese letzten 100 Seiten dennoch ziemlich spannend fand und zwar aufgrund eines kleinen Missverständnisses. Vielleicht kennt ja der eine oder die andere von euch den Kratzenkönig hier auf YouTube, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Stephen King Bücher zu lesen und dann auf seinem Kanal zu ranken und als er eben über das Spiel geredet hat, hat er gesagt, dass das Ende so krass wäre und so nervenaufreibend. Und als ich dann diese Stelle, die er wahrscheinlich meinte, also wie sie sich befreit hat, im Buch gelesen habe, habe ich nicht daran gedacht, dass das Ende sein könnte, wovon er redete. Ich habe die ganze Zeit danach gedacht, dass noch irgendwas Schlimmes passieren muss. Als sie dann im Auto saß, dachte ich, okay, gleich wacht sie auf im Bett und stellt fest, dass sie sich nur fantasiert hat, dass sie freigekommen ist. Sie liegt da immer noch und dieser Typ steht wieder neben ihr oder so. Das hat passieren können und deswegen war das Ganze noch für mich sehr spannend. Selbst als sie dann im Gerichtssaal noch bei ihm war, habe ich damit gerechnet, dass er gleich ein Messer irgendwie rauszieht und sie noch irgendwie brutal absticht oder so, dann mache ich keinen Vorwurf. Das war einfach nur ein Missverständnis. Ich bin auch ein bisschen froh drum, weil das hat mir diese 100 Seiten am Schluss noch ein bisschen spannender gemacht. Trotzdem ein durchaus richtig gutes Buch. Es gehört auf jeden Fall zu den besseren Büchern von Stephen King. Das war's von mir von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Buch in die Kommentare. Seid ihr da meiner Meinung oder seht ihr es ein bisschen anders? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.